Ja, Kinders, wirklich spannende Zeiten, kann man nicht anders sagen. Das Thema künstliche Intelligenz treibt uns um auf allen Ebenen. Die Digitalisierung von allem, künstliche Intelligenz in allem wird alles für uns alle ändern. Haben wir mal bei der Eröffnung des Deutschen Logistikkongresses 2019 gesagt, das setzt sich jetzt um. Das Thema Logistik und KI ist auch natürlich das große Thema unseres Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik. Und das hat sich gut entwickelt mit diesen Themen und in dieser Zeit. Nur eine Folie dazu für diejenigen, die es interessiert, wie der aktuelle Stand ist bei uns. Sie sehen, wir sind wieder um 10% gewachsen, beschäftigen zurzeit deutlich über 700, etwa 750 Kolleginnen und Kollegen, haben 850.000 Stunden abgerechnet im letzten Jahr im Auftrag der Logistikforschung und unser Budget liegt inzwischen bei über 50 Millionen Euro. Also, es geht gut voran und das liegt natürlich ganz klar eben auch an den Themen und das große Thema künstliche Intelligenz, was ja auch über unserem Zukunftskongress steht, Logistik, Growth, AI, das ist das große Thema heute. Und ein ganz entscheidender Punkt dabei ist, dass wir gerade in der Logistik die KI verbinden mit dem Kontext, mit der Umgebung, über Sensorik, auch in teilweise echtzeitfähigen Systemen. Diese trianguläre künstliche Intelligenz schaffen, wie wir es beruhend auf Katharina Morik, die diesen Begriff einmal geprägt hat, nennen. Diese dritte Generation künstlicher Intelligenz, die eben nicht nur Daten und auch Wissen, Erfahrungswissen verarbeitet, sondern eben auch sich mit der Umgebung in Verbindung setzt, mit Sensorik in Verbindung setzt. Und da folgen wir so ein bisschen Rodney Brooks, dem berühmten Roboterforscher MIT, der einmal gesagt hat, vor vielen, vielen Jahren, da stand er übrigens hier auch auf der Bühne, war ich ganz stolz, mit dabei zu sein. Und Rodney sagte damals, es wird wirkliche künstliche Intelligenz nur entstehen, wenn sie sich mit der Umgebung in Verbindung setzt, also mit der Realität unmittelbar in Verbindung setzt. Lernen, wie eben auch ein kleines Kind lernt, durch Fühlen, durch Fahren, Erfahrungen und das dann verbunden mit dem, was wir bei ChatGPT und anderen dann eben in herausragender Form ja heute schon vorliegen haben, in die Verarbeitung von Wissen und von Daten. Ja, und das Ganze findet jetzt statt vor dem Hintergrund dessen, was wir die Silicon Economy nennen. Also dieses Ökosystem für künstliche Intelligenz. Sie sehen es hier noch einmal mit den drei großen Säulen. Alles wird eben intelligent. Die Internet der Dinge-Komponenten werden immer intelligenter. Dazu werden wir gleich noch ein Wahnsinnsbeispiel sehen von DAXA, das Projekt AdILO. Aber dann auch das automatisierte Verhandeln, Blockchain-Technologien, das wird jetzt durchbrechen mit KI-Algorithmen im Hintergrund. Und das betrifft natürlich auch die logistische Operation, also die Steuerung, Disposition der physischen Logistik und das Ganze über Plattformen in entsprechenden Datenräumen wie unseren International Data Spaces. Das ist ja das große Bild. Und der entscheidende Punkt, der kommt jetzt dadurch, dass KI, diese trianguläre KI der dritten Generation, die wird anfangen, aktiv zu handeln. Und das ist der entscheidende Punkt. Sie wird aktiv eben vernetzen, wird aktiv verhandeln, wird aktiv messen, sich mit der Umgebung in Verbindung setzen. Und in dem Moment werden wir eine enorme Beschleunigung vieler logischer Prozesse und logistischer Prozesse erleben. Ja, die künstliche Intelligenz und das digitale Kontinuum werden die Welt auf den Kopf stellen. Wir werden eine Silicon Economy erleben. Und für mich steht fest, es werden die Unternehmen gewinnen, die all die neuen Technologien zusammendenken und hieraus neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und da lassen Sie mich auch sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte das mal so ganz platt formulieren, nur Mut, ja. Beteiligen Sie sich an diesen Entwicklungen. Es wird in diese Richtung gehen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir werden das digitale Kontinuum bekommen. Dazu übrigens noch ein bisschen mehr beim Deutschen Logistikkongress Mitte Oktober. Da wird das zentrales Thema zumindest meines Vortrages auch sein. Da werden wir noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber heute künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Und was heißt das denn eigentlich? Was haben wir denn bei künstlicher Intelligenz? Das beginnt auf dem Shopfloor oder in diesem Fall über dem Shopfloor. Das ist dieses AdILO-Projekt. Ich hatte es gerade schon angesprochen. Stefan Hohm, bitte entschuldige, wenn ich hier
Aber ich nehme nur ganz wenig vorweg, aber ich muss dieses Beispiel hier einfach bringen, weil es ist ein super Beispiel dafür, was wir in der Computer Vision, also in der Analyse von Bildern erreichen können, indem wir eben identifizieren, lokalisieren, messen und visualisieren und letztendlich mit vielen, vielen Kameras unter der Hallendecke dann eben einen kompletten digitalen Zwilling erzeugen können. Und dazu wird Herr Hohm gleich ganz sicher noch einiges erzählen, deswegen hier nur in aller Kürze. Aber damit geht's los. Ne? Das ist die Sensorik, trianguläre KI. Ne? Das ist der Kontext, der wird erfasst. Daraus wird ein digitaler Zwilling erzeugt. Und das ist hier ja kein Fake. Ne? Unter Schleißheim ist das hier, wird eben wirklich komplett über eine entsprechende KI analysiert und gesteuert. Menschen werden natürlich rausgepixelt, das ist ja klar. Es geht ja hier um die Warenbewegung und die Vermessung auch der Güter. Der nächste Schritt, die Menschen selber und deren Bewegung, Motion Mining nennen wir das, dann zu analysieren. Hier ein Projekt nur stellvertretend, was wir für SAP mal realisiert haben, wo eben analysiert wird, wird das Paket richtig gepackt, Erfahrungswissen wird auch vermittelt, hat Ben Mettig mal darüber promoviert vor 1,5 Jahren. Und ist das Paket richtig gepackt worden? Ist der Aufkleber drauf? Ist es geschlossen worden? Wie ist es gepackt worden? Da wird Erfahrungswissen eingesammelt, werden Daten eingesammelt. Aber vor allen Dingen wird automatisiert gebucht, in diesem Fall in SAP, ohne dass nochmal ein Knopf gedrückt wird oder dergleichen. Und Sie sehen das hier, diese Punktewolken, das sind dann eben genau die KI-Ergebnisse der Bewegung und der Analyse dessen, was dann eben auch gerade hier gepackt wurde. Das ist dann der nächste Schritt, also automatisierte, ohne menschliches Zutun, dann zu analysieren und zu buchen. Und das geht dann natürlich weiter mit intelligenten Kamerasystemen. Da werde ich Ihnen gleich auch nochmal ein Video zeigen, wie das aussieht, wo man dann eben anfängt, die komplette Umgebung, komplette Szenarien zu analysieren. Und mit intelligenten Kamerasystemen dann eben auch auszuwerten. Und das ist enorm, was da an Effizienzgewinnen sich herausholen lässt, weil Fehler vermieden werden, weil viele Messgrößen eben darüber ermittelt werden können. Und das für relativ preiswerte Hardware. Das, was Sie hier sehen, das ist eine intelligente Kamera, die wir entwickelt haben. Das Board selber ist ein Jetson Nanoboard von Nvidia. Name, den wir ganz, ganz häufig natürlich in dem Kontext gerade Computer Vision, Bilderfassung, Bildanalyse natürlich lesen. Und was ich sagen wollte noch zu dem Bild davor, das Board kostet 98 Euro, hat 256 Grafikkerne, also CPU-Kerne und ist sehr wohl in der Lage, auch ein paar hundert Objekte gleichzeitig zu analysieren in Echtzeit. Ja, dann der nächste Schritt. Wir müssen vermitteln, was die KI denkt. Also es muss ja auch umgekehrt eben vermittelt werden und das haben Sie auch schon einmal von uns gesehen. Aber mir ist wichtig, dieses Gesamtbild zu zeichnen. Wie sieht eben ein Warehouse in der Zukunft? Wie sieht die Logistik in der Zukunft aus? Augmented Reality mit Laserprojektion, der KI beim Denken zusehen und sich unmittelbar eben auch mit der KI gegebenenfalls zu unterhalten über ChatGPT. Das sind natürlich große Sprachmodelle, an denen wir natürlich eben auch arbeiten. Das ist ja klar. Aber was mir hier eben auch nochmal ganz wichtig ist, ist diese unmittelbare Verbindung von KI, von Augmented Reality, von virtueller Welt, von Simulation, simulationsbasierter KI und Realität und das dann eben über eine entsprechende Laserprojektion. Noch einen Schritt weiter, die unmittelbare Verbindung mit dem Gehirn des Menschen und das, was Sie hier sehen, da sind wir auch schon länger dran. Das ist ein Brain-Machine-Interface, wie wir das nennen. Das ist übrigens ein Open-Source-Projekt, mit dem wir das hier realisieren. Werden Sie gleich noch ein weiteres Bild auch zu sehen. Also die unmittelbare Ableitung der Gehirnströme des Menschen und die Interpretation dessen, was er denkt. Und das ist kein Fake, was Sie hier sehen. Der Mensch hat so eine Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr gebraucht, bis die KI sich dann eben auf seine Gehirnströme eingestellt hat. Und bestellt eben dann das Fahrzeug einfach dadurch, dass er darüber nachdenkt, dass er das Fahrzeug jetzt gerne bei sich hätte, dass sich der Hirnruptisch heben soll und dass das Fahrzeug dann wieder wegfahren soll. Leute, das ist natürlich ganz weit weg noch.
von der Realität. Aber ich habe dieses Bild nochmal mitgenommen, von der industriellen Realität weit entfernt, dieses Bild nochmal mitgenommen, weil Sie vielleicht wahrgenommen haben, vor 14 Tagen, Peter Thiel ist bei Neuralink eingestiegen, der Elon Musk Company, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine unmittelbare Verbindung des Gehirns mit der künstlichen Intelligenz zu schaffen. Ja, Social Networked Industry. Wir müssen uns sehr, sehr wohl Gedanken darüber machen, wie sieht die KI aus, wie wollen wir sie gestalten, um partnerschaftliche Zusammenarbeit in Netzwerken zwischen Menschen und Maschinen KI zu realisieren. Wir müssen uns Gedanken dazu machen, wie sieht denn dieses neue soziotechnische System aus, auf das wir dazu steuern, dieser Dreiklang aus Mensch, Organisation und Technik. Und wie verbindet sich das hier bildlich einmal zusammengeführt mit der triangulären künstlichen Intelligenz, die dann eben Daten, Wissen und Kontext eben verarbeitet. Und die wesentliche Frage, die sich hierbei stellt, ist, nach welchen Normen, nach welchen Kriterien wollen wir denn unsere KI nutzen, aber natürlich eben auch erzeugen? Hier stellt sich sehr wohl philosophische Fragen eben auch nach dem, was wir eine maschinelle Verantwortung nennen, oder auch die Frage nach dem kategorischen Imperativ für eine solche KI. Und den würde ich jetzt tatsächlich hier auch fordern. In naher Zukunft werden Teile der Realität zum Avatar simulationsbasierter künstlicher Intelligenz. Sie sehen hier nochmal ein Beispiel dazu. Auch das haben Sie vielleicht schon einmal gesehen. Sie merken, das sind alles Dinge, an denen wir eben auch nicht erst seit gestern arbeiten. Das ist der Obelix oder der Odin, unser omnidirektionales dynamisches Fahrzeug, eine Open-Source-Plattform, mit der wir KI-Algorithmen entwickeln. Und Sie sehen hier auf der linken Seite die Simulation, auf der rechten Seite die Realität. Und hier trainieren wir KI-Algorithmen, zum Beispiel die Sensorik, und das sehen Sie rechts unten, zum Beispiel die Sensorik, 3D-Laserscanner, die dann Menschen wahrnehmen. Und mehr wird simulationsbasierte künstliche Intelligenz, also das Lernen in der Simulation, um neue Algorithmen zu finden für sehr, sehr, sehr komplexe steuerungstechnische Zusammenhänge, die wir gar nicht anders beschreiben können. Mit der Realität, das wird immer, immer, immer näher, rückt das an uns heran. Hier das Beispiel noch, der Evobot, auch den meisten wahrscheinlich bekannt. Und das ist auch jetzt, lassen Sie mich das noch mal deutlich sagen, auch das Video vorher, das ist keine Animation, das ist kein Videospiel, sondern das sind Tools, die wir eben einsetzen, wie NVIDIA Isaac-Simulation, wie das auch hier der Fall war beim Evobot, um den eben in unbekannten Umgebungen fahren zu lassen oder eben auch im Schwarm fahren zu lassen. Und wenn Sie auf der rechten Seite sehen, dass die Fahrzeuge eben teilweise durcheinander fahren, ja, das kann man in der Simulation dann eben sehr gut realisieren. Simulationsbasierte künstliche Intelligenz ist ein ganz, 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 ganz großes Thema. Trianguläre KI und simulationsbasierte KI, das sind die großen Themen, die uns hier wirklich bewegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen aufhören, unsere wertvollsten Ressourcen, unsere Software-Ingenieurinnen und Ingenieure, jeden Tag daran zu setzen, zum 100. Mal die gleiche Schnittstelle zu programmieren. Wir müssen uns um künstliche Intelligenz kümmern. Wir müssen uns um die Themen kümmern, die Sie gerade eben gesehen haben. Wir müssen gemeinsame Standards schaffen. Das ist so ein Container-Moment, hat Christa Koenen mal gesagt. Also Standardisierung der Ladehilfsmittel, genauso müssen wir im Datenbereich standardisieren. Gemeinsam zu Lösungen kommen, um dann uns um die wirklichen Herausforderungen und Innovationen zu kümmern. Und das tut eben Not. Aber kein Unternehmen in der Logistik verfügt eben auch alleine über die Power, das auch nur ansatzweise umzusetzen, was Sie gerade eben auch nur wieder ansatzweise gesehen haben. Und dafür haben wir unsere Open Logistics Foundation. Und es ist kein Zufall, dass wiederum Christa Koenen und Stefan Rohm eben da auch ganz aktiv sind im Vorstand, zusammen mit Stefan Peters von Venus. Und da ist eine Menge passiert. Und das wäre auch nochmal wirklich einen ganz eigenen Vortrag wert. Aber Leute, wir müssen zusammenkommen. Wir müssen wirklich hier gemeinsam entwickeln, forschen. Und das auch in einer anderen Dimension, als wir das vielleicht bisher gewohnt sind. Es geht wirklich um fundamentale Veränderungen dieser Welt. Ja, und das, was Sie gerade eben gesehen haben, der
Odin, diese Open Source Plattform, ich hatte es ja schon gesagt, der steht komplett in der Open Logistics Foundation, ist da online. Mit der Simulation, mit allem drum und dran. Ja. Gehen Sie rein, machen Sie mit, lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft entwickeln. Ja, und auch wenn es um die deutsche Nationalmannschaft nicht so gut bestellt ist, Basketball ich hätte ein Basketballbild nehmen sollen, aber wir sind hier mal in Dortmund. Da guckst du Fußball, das ist ja mal klar. Ja, Leute, es ist so wichtig, wir müssen von den Zuschauerrängen runterkommen. In der heutigen Zeit reicht es nicht, sich anzuschauen, was da kommt. Das hat vor 20 Jahren vielleicht funktioniert, vielleicht auch noch vor 10 Jahren. Das wird heute und in naher Zukunft nicht mehr funktionieren. Wir müssen aufs Spielfeld und wir müssen die Tore wirklich selber machen und das möglichst gemeinsam. Und ich hoffe, hier und heute werden wir die eine oder andere Verbindung dazu knüpfen können und zu den Themen, gerade künstliche Intelligenz, uns nicht nur austauschen, sondern eben auch in Zukunft gemeinsam arbeiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.